Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir die La City de Cloches abgeschlossen mit Sora und Rico. Mir fehlt immer noch ein Schatz mit Sora, verdammt. Habe ich nicht dran gedacht, egal. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur zweiten Welt, welche der Raster ist. Der Raster, Alter. Und ja, gut. Würde ich sagen, gehen wir da direkt rein mit Sora. Um zu gucken, ob wir stark genug sind oder also was. So, was kommt hier? Was kommt? Das ist schon irgendwie so an. Ja, hallo. Siege den Dreschtakel. Und hier wieder S zu kriegen, da wird natürlich sehr nervig. Und so cool. Aua. Ja, geil. Komm schon, man kann ich mir mal angreifen. Hallo? Kann ich dich auch irgendwann mal angreifen? Ich sehe nichts, was ich irgendwie angreifen kann. Hallo? Hallo, was soll ich hier machen, verdammt? Alter. Will ich hier irgendwas machen? Da war was. Ja, da krieg ich HP her, aber wann kann ich angreifen? Hallo? Was ist das? Wann kann ich den denn mal angreifen? Ja, natürlich neu starten. Ja, wir haben für ein bekloppter Kampf. Ja, hallo. Du schon wieder. Wann kann ich dich angreifen, verdammt? Deine Hände angreifen, aber. Die Dinger kann ich angreifen, um AP zu kriegen, aber. Jetzt kann ich angreifen, was? Ey, was war das denn jetzt? Na komm, wenn ich hier nicht A kriege, ne? Ja, okay, ist gut. Also ich muss abbremsen, damit ich überhaupt hier den angreifen kann. Weil ich nicht, wenn ich irgendwie so ausweichen, ne? Obwohl ich die ganze Zeit so ausgewichen bin. Dann vom Dreck. Hi. Oh, das war nicht gut. Ja, komm. Das war ja voll einfach der Kampf. Einfach als die Biene mit Rico. Na komm. Komm, ah. Das geht doch irgendwie nicht. Danke. Ich da nicht noch mal machen. Bonbonbrille. Okay. Die Ladezeiten in dem Spiel, ne? Wäre geil, dass die so kurz sind. So, wir sind hier in Tronsfeld. What? This outfit. Hey, I know where I am. Warum hast du erst dann erst so eine Minute nachgedacht? Whoa! What is that? Ja, so ein kleines Manko in diesem Spiel. Sora ist ein bisschen verblödet in dem Spiel. Ernsthaft. Keine Ahnung, er vertraut irgendwie jeden, den er begegnet, ist sehr naiv und ja. Da muss ich auf Schrift drucken, genau.
Ja, das ist so ein kleines Manko an dem Spiel, dass Sora ein bisschen zu naiv ist im Gegensatz zu anderen Kingdom Hearts Teilen. Ja, können wir neue Rezepte kaufen. Gift Antigraf. Wir können Dings kaufen. Hallo. Ja, damit Tamaschaf habe ich glaube ich schon mal hergestellt. Blühblümchen. Ich habe hier ein paar Schätze irgendwo gesehen. Da. Einen geilen neuen Schlüsselschwert. So, da kann ich wahrscheinlich nicht hin direkt, ne? Ja. Dann weiter da lang. Ui. Oh, da kann ich auch nicht lang. Am Gegner ist da. Und er scheint nicht so stark zu sein. Gut. Bin ich nicht unterlevelt. Boah. Du blöd wie ich auf mich anzugreifen die ganze Zeit. Mann, ey, ich will ihn ja wegkombon. Dann Viech kommt die ganze Zeit von der Ecke. Oh, ihr Viecher. Komm mal her. Das ist einfach stärker. Ja. Oh, das erstmal. Also ich will gegen den einen kämpfen. Da kriegt man aber sehr schnell Level. Jetzt hier noch Birth by Sleep Logik. Level 99 Logik. Wow, Gott, das ist ja viel schwieriger als. Ja, da kannst du einen auf Allure Akbar machen. Okay, besieg alle Gegner ohne 3 Kommandos einzusetzen. Okay. Machen wir das. Aber gibt es ja Sturzangriffe. Aber freier Fluss, das meine ich. Au, oh mein Gott. Er sieht da gar nichts ab. Was ist denn hier los? Alter. Er wird jetzt mit keine Dreieck angefangen, ich sag für. Ich hab meine Hand, ne? Warum sieht denn so wenig ab? Hallo? Kann ja auch nicht. Ja, abbrechen. Ich habe noch nie im Leben. Aber das hatten für eine Herausforderung. Könnte mich doch nicht so früh schon hier anzeigen lassen. Beim Aufnehmen, ja, da ist eine Truhe. Oh, lass mich da runter. Wupp. So. Was stört denn auch? Oh Gott. So. No. Ernsthaft, da brauche ich aber ein bisschen stärkere Angriffe, normale Angriffe und so. Das war ja voll krass. Ich bräuchte Attacken vielleicht noch irgendwann. Aber ich möchte nicht da hinlaufen, wenn es geht. Diese Schiene oder was auch immer es sein soll. Pff, ist geplatzt. Leben hier geblieben. So. Oh, da war irgendwas. War auch nicht. Da ist irgendwas. So. Mal gleich die Schätze angucken. Ob ich auf dem richtigen Pfad bin hier gerade.
Nein. Nein, gib mir deinen Laser weg. Natürlich hat er mich damit getroffen. Da kann er mal Dings einsetzen. Schwingschleuder. Nein, nicht da unter. Aha. Warte, ich komme da wieder hoch. So, gut. Bräuchte unbedingt Glückspilz oder irgendwie sowas, wenn es geht. Meine Gegenstand Erbeutung ja zu erhöhen und zu maximieren. So, Fragezeichen, okay. Jetzt mal gucken sollen, ob ich alle Schatztruhen ab. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe die allererste Truhe. Was? Okay, da gab es ja einen Ort, wo wir noch nicht hinkonnten oder so. Ja, dafür wird es einfach nicht wahr sein. Kann ich denn die allererste Truhe hier verpasst haben? Mann! Boah. Zack. Zack. Bist du. Oh, geh weg. Ja, ich habe ja das hier noch. Ich habe keinen Angriff mit Sora. Mit Rico. So, große Truhe. Oder mehr. Kreiswurf. Das vielleicht mal nehmen. Ist noch höher. Kann ich nicht hin. Na, Story. Sagen, irgendwas passiert doch hier noch. Wow. Oh man. Das Gesicht. Identify. State your handle, program. I, don't have any handles, but the name's Sora. Verifying handle, Sora. Handle not found. Stray program recognized. Hey! What? Isolating for quarantine. Whoa there! That is so unfriendly! Ja, hätte das gedacht. Nicht alle Leute sind freundlich. Und genau was meine ich. Mit sowas benehmen in diesem Spiel. Und ich meine, die Gegner sind verdammt stark. Gehen die überhaupt eine Farmpunkte? Ich glaube, das ist eines der ersten Mal, wo wir gegen menschliche Gegner kämpfen. Okay, Port Royal auf Nummer 2, ne? Oh, er gibt mir Erfahrungspunkte ausgezeichnet. Dann mache ich euch natürlich platt. Ist der Angriff von mir irgendwie? Mit dieser Blume? Ja, ne? Doch, Mann. So, ich möchte erstmal nur ein paar Truhen und so einsammeln, ne, wenn es geht. Dann kümmere ich mich um euch alle. Ja, oh, Elektro ist noch nicht fertig. Aua, oh Gott. Alter. Wo seid ihr? Ihr Feuer. Was ist das? Das ist ein Multifokus-Kommando in. Oh Gott. Wirf bei Sleep. Also da hinten kämpft noch. Mein Gott, wie viele noch? Das wäre eine Herausforderung, die ich wahrscheinlich nicht gepackt kriege, ne? Oh Gott.
Wo sagt das so viel abzieht? Oh, ich bin geil, gut. Blume hat mich geil, glaube ich, ne? Gib mir das. Ah, ich bin nur Musik ab, bitte. Wurf. Stürz ab. Mach, hör auf, ich mach um Musik was zu sein. Haben wir besiegt alle Gegner in 20 Sekunden oder weniger. Kein Ding. So, bitte greift mich nicht an. Ihr greift mich an. Ihr Pisser. Oh mein Gott, ehrlich. Aua, aua. Aua, was ist das? Hilfe. Ich hier raus. Boah. Sag mal nicht, ich fange schon wieder von links an, ja. Boah. Ehrlich. Leute. Ist da. Ich habe mich noch mal gegen euch, wo ich genau das gerade mache. So, alles klar, gut. Da ist einer. Ah, jetzt bin ich wieder voll Birth by Sleep hier gewöhnt. Steuerung. Ah. Auf meinen letzten Angriff immer irgendwie auszuweichen. Oh, mit Funker triffst du echt gar nichts, habe ich das Gefühl. Geh weg! Boah. Was hat meine einen Angriff für alle. Eine Link Angriff. Ist gut. Ist gut, Pandaman. So, vielleicht jemanden auswechseln. Warum kann ich das nicht? Boah. Er ist da ganz hinten. Ehrlich? Joink. Da ist wohl noch einer. Und noch einer, ehrlich? So, machen wir das mal. Das ist viel schwieriger als in der 3DS-Version. Alter, geh weg, ich will die Herausforderung da hinten machen. Alter, was wir jetzt so tun, als würde ich angreifen mit irgendwas. Hier irgendwelche Kampfsportmeister, ja. Ja, versuchen wir noch mal, ja. So, wie tut man auswechseln? Pandaman, so mega Stampfer. Warum kann ich da nicht einsetzen? Ist doch voll. Boah. Sehr gewöhnungsbedürftige Steuerung. So, jetzt aber. Nein, das wollte ich nicht machen. Boah. Die Steuerung, ne? Ja, wir sehen uns noch mal auf dem Maximum Level wieder. Boah, da ist einer runtergefallen, ey. So zwei da runtergefallen. Wir sehen uns noch mal auf dem Maximum Level wieder, ey. Da kriegt die auf die Schnauze.
Jetzt muss ich erstmal lebend rauskommen irgendwie. Verstörende Laune. Hey, kriege ich auch mal wieder Rezepte dafür? Ich habe nur einmal ein Rezept bisher bekommen. Von diesen Dingern. So, wo komme ich hier hin? Zur Truhe. Perfekt. Lamente. Da hinten war ich schon. Nee, da war ich nicht. Das ist ein trauriges Smiley auf der Karte. Oh Mann. Oh. Und ihr habt die Typen, aua, ein bisschen zu stark, weil die sind ja stärker als die Traumfresser hier. Hey, Overwatch Origin ist mehr so und ich bin noch nicht mal im Internet verbunden. Wir können da. Na, guck mal da oben links. Das ist ein trauriges Smiley. Das macht mich traurig. So, da waren wir, ne? Wupp. Gehen wir mal da ein. Da ist noch eine Truhe gewesen. Ah. Oh, warte, geh weg. Ups. Oh, den Angriff kenne ich gar nicht. So, hier sind wir. Ja, von hier kamen wir, genau. Warte. Falsche Richtung. Ich will aus der Stadt raus, Mann. Boah, ich tue mich hier schon wieder verirren, kann das sein? Unhöflich von euch, mich anzugreifen. War ich nicht gerade hier? Geh mal raus hier. War so eine Art Checkpoint. Hi. Tron. He's alive. Look at that boy's weapon. It's different. But it's something you programmed, right, Dad? Huh? No, Sam. No, I've never seen it. It's a serious business story, yeah? That about? Hey. Huh? That weapon. Can I see it? Oh. This is just incredible. What a program. The weapon and the wielder. Program? Not me. This is called a Keyblade, and I'm Sora. I'm Sam. So this is like Tron's world, right? You know Tron. Yeah, I've met him and stuff. Listen, that program you just fought was Tron. What? That was Tron? Ich habe noch nicht gegen den gekämpft. Tron used to be a good friend. Together, we created this place, the grid. It was something, man. But then Clue staged a coup. I was exiled, and Tron wound up getting derezzed, or so I thought. Clue made him into a new program called Rinzler. That's the thing about programs. Mess with the code just a little, and their whole nature and memory can change. But that's horrible! Most of this is over my head. But both Tron also schon damals do seem pretty different. Früher war es ein bisschen bunter Still, und hellblauer. If that's really the Tron I know,
We should change him back. Bingo. Now you're up to speed. Aus wie ein Jedi-Meister-Typ. Ich habe den Film übrigens nie gesehen. Also kann ich irgendwie nicht mitreden mit den Charakteren oder irgendwie sowas. If we're lucky, Clue kept a backup of Tron's source code. He's a program, after all. He'd be methodical like that. So, if we get Tron's source code back from Clue, we can put him back to normal, right? That's the idea. Great! Thanks, mister. Where are you going? I'm going after Clue. Do you even know where he is? Nope, no idea. What a strange use of... You're nothing like Flynn or Sam. Come on, Sora. I'll show you the way. Huh? Korra, we have to keep moving. Yeah. What are you gonna do if Rinsler attacks again? If we're in a hurry, we have to take care of Rinsler first. The two of us can handle him. All right. Do what you can. Maybe you and Sora can help Tron. Dad, no. Relax, Sam. I have a feeling Sora is someone we can trust. Oh, wir können diesen Idioten trauen. Now you and me need to press on. Okay. Korra, be careful. You too. All right. It's you and me. You ready, Sora? Yeah. Let's do this, Korra. Clue should be at the helm of his battleship, the Rectifier. We can get there with a solar sailor from the underground docks. Hey, den kann man aus dem Kingdom Hearts 2. Den Solarsegler. Der darf nicht überladen werden, ne? What's this? A keyblade. Sah aber nicht aus. Es ist auf einmal Serious Business. Rauschkonter. Oh, also wirklich, nachdem du einen Angriff geblockt hast, aber endlich mal. So eine Attacke habe ich schon gewartet. So, ach, ich habe ja noch ein Ding. Aha. Können wir noch einen Angriff hier reinpacken? Warte mal noch. Oh, Elektro und Kreiswurf. So. So, dann Konter. Bitte. So, und direkt auch mit Rekord nicht mehr Dinge zu bekommen. Du kannst nicht raus, Konter. Ach, steht doch da nur so. Gut. Da wenigstens nach dem Blocken angreifen. Mir auf jeden Fall sehr gefällt. Was? Also, so eine Schiene, Mann. Aber ich fühle mich irgendwie wehrlos, auch wenn ich den Angriff geblockt habe. Wuff. Was? Versuchen wir mal Kreiswurf. Also, wenn du noch nicht aufgeladen. Ja, du gehst nicht zu deinem Panzer. Boah. Die bomben mich verbomben. Bin euch da hinten mit denen fertig. Der Kuschel ist auch noch nicht fertig. Was? Ich habe mehr so Massenangriffe mit Sora, hab ich so Gefühl. What? Okay, wer greift mich hier die ganze Zeit an? Das ist angegriffen zu werden von irgendeinem anderen Ort. Oh, Vita Sonne, was auch immer hat macht. Regeneration, okay. Ich meine, ich heile mich automatisch. Bringt es natürlich nicht, weil ich war voller AP ab, ne?
gerade zum richtigen Zeitpunkt wieder eingesetzt. Ja, Funker bringt es irgendwie nicht, habe ich so ein Gefühl. Wird bald aussortiert. Und noch mehr Gegner. Das ist sowieso jetzt gleich zu Ende. Fertig mit Sora, meine ich. Ich habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen mehr Level hier. Da ist er immer noch nicht tot, Mann. Wie viele Gegner sind denn hier noch? So, das hier wollte ich noch machen. Was ist das? Ja. Komm her, Zielschuss, fliegender Ritter. Jetzt mal die Dinger mal ein. Gucken, ob wir wieder alle Schatztruhen hier verpasst haben. Fliegender Ritter. Irgendwie nicht fliegen, sondern nur auf dem Boden rutschen. Das Gefühl, oh geil. Sehr, sehr gut. Und Zielschuss. Oh geil. Ja, ein paar Befehle sind schon richtig geil. Ich hab den nicht. Der wird mir machen. Und meine Eule, stimmt. War mein Venus. Wenn ich die Eule ab, nenne ich echt Venus Gaming. Keine Ahnung. Wer euch sagt der Name nichts? Ein sehr bekannter YouTuber auf YouTube. So, keine Schätze mehr hier. Ein Schatz, da kann doch nicht sein, dass hier nur ein Schatz war. Da, da ist meiner. Gut, dann ab zum Speicherpunkt und vielleicht mit dem Part. Würde ich sagen, tun wir vielleicht unsere Traumfänger hier hochleveln ein bisschen. So, warte mal, hier. Mit ihnen haben wir nicht eine große Wahl, also Kreiswurf. Boah, hab ich gerade erst bekommen, ey. Wo ist Fesseln Block? Ja, aber das ja, 20, ja, das kommt mit der Zeit. So, 50, du hast auch noch eins. Eis, okay. Maria ist okay. Du hast natürlich wieder voll viel. Level 25, ja. Immunität, ach ja, dafür wollte ich sparen, genau. Gut, dann würde ich sagen, ich bin Part hier. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss. Hör auf, mich aus den Speicherpunkt zu schubsen, verdammt. Und bis zur nächsten Folge.